Ja, hallo, servus, herzlich willkommen im Mödlinger Keller. Ja, servus. Heute immer noch hoher Besuch aus dem HQ. Heute wird es mal wieder Zeit für Riesling. Riesling. Und was ist so typisch? Mosel. Mosel. Wir haben dieses Jahr noch keinen. Doch, Mosel haben wir noch nicht gemacht. Nee, geht ja auch gar nicht. Wir haben ja 2019. Ach. Erst dran gewöhnen. Ja. Also heute ein Weingut. Das haben nicht wir entdeckt, sondern Henny Benny. Nee, Hendrik. Der Hendrik, schöne Grüße. Wir schauen natürlich auch seine Sendungen. Genau, und da haben wir vor eine Folge von vor 2 Jahren mal. Vor 2 Jahren, da war er in Uerzig an der Mittelmosel und hat dort die wahrscheinlich ältesten Winzer in Deutschland interviewt. Auch 2 Brüder. Ja. Der eine, der ältere, Alfred, ist jetzt, glaube ich, 84 Jahre. Mhm. Der jüngere, Rolf, ist 2,5 Jahre jünger. Also 81 beziehungsweise 82, das weiß ich nicht genau. Aber die Leute machen noch Weine in ihrem Weinberg. Ja. Mhm. Uerzig, eigentlich ein sehr bekannter Ort. Uerziger Würzgarten. Zum Beispiel ist, glaube ich, auch einer oder zwei heute dabei. Und das Besondere ist, die Weine dort von dem Weingut sind eigentlich total oldschool. Da hat es also nie irgendwie eine Veränderung gegeben im Stil und so weiter. Die beiden haben immer ihr Ding durchgemacht. Und die probieren wir heute mal. Ja? Das Weingut ist relativ klein. So 3 Hektar oder so, 2 bis 3 Hektar. Womit fangen wir an? Mit dem ersten Wein, würde ich sagen. 2014er Kinheimer Rosenberg Riesling Cabi Trocken. Wenn ihr euch das Etikett anschaut, das ist auch ein bisschen oldschool. Ja, also schon wenn ihr die Flaschen aufmacht, da ist jetzt kein Plastiküberzug oder so über den Korken, haben natürlich alle Naturkorken, sondern das ist so, als wenn ihr früher in der Pubertät eine Flasche Wein geklaut habt, aus dem Keller vom Vater und so. So ist die Aufmachung irgendwie, finde ich. Ne? Der Duft, Riesling, sofort. Es riecht auch nach Schiefer, aber jetzt nicht nach blauem Schiefer oder. Das ist Rotschiefer. Rotschiefer. Also Mineralik ist da. Das ist Mosel. Und der ist richtig trocken, oder? 10% Alkohol. Also, ja. Kostet 5 Euro die Flasche. Also, bevor die Sendung ausgestrahlt wird, bestelle ich nochmal. Ja, okay. Das ist jetzt eigentlich Mineralik pur, oder? Ja. Ganz bisschen so weißer Weinbergspfirsich, aber eigentlich Mineralik pur. 14. Salzigkeit. Ist auch schon ein bisschen gereifter, finde ich, für einen Cabi. Ja, schon. Aber gefällt mir gut. Ja, Trinkfluss ist auch da. Ja. Aber Mosel trocken ist gut. Aber wir trinken jetzt mal richtig Mosel. Was haben wir? 2016er Uerziger Würzgarten Riesling Kabinett. Ein richtiger Kabi.
9,5 Alkohol. Kostet, ich glaube, auch sowas. 6 Euro oder 7 in dem Dreh. Komplett anders. Ja. Ich finde auch so tonig, so ein bisschen kann es sein. Auch wieder mineralisch bis zum geht nicht mehr. Ja? Und hier kommt jetzt die Süße. Fruchtsüß. Aber lecker. Schon lecker, ne? Das ist lecker. Erinnert mich immer an den Ernst Losen, oder? Ja, er ist eine interessante Persönlichkeit, aber wir sind jetzt hier bei den beiden Winzern. Ich finde es auch total interessante Persönlichkeit. Ja. Ich meine, das sind ja Steillagen. Und da können die mit 84 Jahren noch raufkraxeln. Ja? Mhm. Und wir mit unseren 20 Jahren, ja, wir kommen da einmal hoch und wieder runter. Dann schnaufen wir schon. Aber also größten Respekt vor den beiden. Weil ich denke, die werden auch nicht alles selber machen, oder? Nee, das glaube ich nicht. Es geht nicht. Ja. Die haben zwar nur so 2-3 Hektar, aber es ist, also im Duft, der Duft ist ganz anders als so üblich von der Mosel. Ne? Nicht so eine Fruchtexplosion. Ja, Verhalten und im Geschmack, da merkt man aber wirklich die Frucht. Auch eine hohe Fließgeschwindigkeit hier. Ja, aber es schmeckt komplett anders. Ja. Ich meine, ist ja auch eine andere Lage. Ja, aber komplett anders als das, was du sonst von der Mosel kriegst, finde ich. Da sind einfach so 2-3 Veränderungen nicht mitgemacht worden. Oder 4-5 eher. Wirklich ein ganz alter Stil. Und ich finde ihn gut. Die sind jetzt auch im Verkauf, diese Jahrgänge. Die sind so quasi frisch im Verkauf. Also wahrscheinlich sind die halten sie die relativ lang zurück. Die sind frisch im Verkauf. Also ich habe mir die auch schicken lassen. Nach Wien. Ja. Und bekannt sind die Weine eigentlich dafür, dass sie unheimlich alt werden können. Also die kannst locker 10 Jahre, 10, 15, die Spätlesen 15 Jahre liegen lassen. Das wird immer interessanter. Aber eine Spätlese können wir jetzt nicht mehr so lange liegen lassen, weil die ist hier offen. Wenn du noch probierst, stelle ich jetzt schon mal vor, das ist hier 2016er Uetziger Würzgarten Riesling Spätlese. 7,5 Alkohol. Okay. Da kommen jetzt die Minerale noch ein bisschen mehr durch, finde ich, so der Schiefer. Ich finde das irre, ja. Das ist ein Stil, den gibt es sonst gar nicht mehr. Schöne Nase. Ja, hast du schon probiert?
Ja. Das ist Mosel. Das ist Mosel, ja. Das ist richtig lecker. Der ist nicht süß, der ist Mosel. Ja. Also ich komme immer mehr zu der Meinung, so sollte man Mosel trinken. Mhm. Der wirkt noch total jung. Ja, also 16er. Also, als wir vor 2 Jahren an der Mosel waren, da war ja Weinfest. Und Bergkastell. Im Bergkastell. Und irgendwie sind das alles so richtig schön süffige Weine. Ja. Du trinkst davon, glaube ich, auch ganz andere Mengen als jetzt vom Frankenwein. Ja, das hat ja auch die Hälfte an Alkohol. Ja. Das ist angenehm, finde ich. Das ist sehr angenehm. Das ist so einer, den trinkst du beim Flanieren oder so. Ne? Einfach so eine gute Laune. Oder im Keller hier. Oder im Keller, ja. Also, das ist im Moment von den dreien mein Favorite. Mhm. Das ist ganz toll. Ist, glaube ich, bei 10 Euro. Das ist Wahnsinn, ja. Apfel. Hm, stimmt. Aber nicht grün, so ein roter Apfel, oder? So roter Apfel. Aber so eine Elster alte, oder sowas. Nee, so eine alte Sorte, die auch so richtig nach was schmeckt. Kaiser-Wilhelm-Apfel. Kaiser-Wilhelm-Apfel, das ist es. Mhm. Und Pfirsich. Aber einen haben wir noch, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Also wird 2015er Würziger Würzgarten. Das war jetzt irgendwie fast alles Würzgarten. Ja, bis auf den ersten. Das ist keine schlechte Lage. Nö. Nee. Also 2015er Würziger Würzgarten Auslese. 9,5 Alkohol. Das waren die. Nach was soll's. Dankeschön. Das ist es. Das ist es. 2015. Da müsst ihr aber schon tief in die Tasche greifen bei dem. Der ist 15 Euro. Nee, 13. Was 13 oder 15? 15. Wo kannst du 15, ey? Wahnsinn. Wahnsinn. Da ist halt auch wieder der Schiefer voll da. Also die beiden alten Burschen, ja. Die bringen da eine Mineralität rein, so richtig selbstverständlich. Ja, das ist so Terroir, das ist Handschrift. Andere brauchen dafür irgendwelche Berater und so. Die ziehen ihr Ding durch. Mhm. Seit, ich nehme an, die sind seit 60 Jahren im Weinberg. Ja, locker. Der ist jetzt groß. Das ist mein Favorite. Boah. Leichte Säure, Honigaromen, gedörrtes Obst, würde ich sagen. Ja. Boah, und so eine richtig schöne Bui-Säure. Bui. Und dazu die Süße und das ist so das Zusammenspiel. So. Perfekt, das ist super. Die Flasche wird heute nicht alt. Nein. Wollen wir die Sendung überhaupt ausstrahlen? Ich meine, müssen dann wir ist alles weg. Müssen wir, ne? Müssen wir euch ja mal wieder gute Tipps geben. Ja, wir haben uns Uneigennützigkeit vorgenommen für 2019. Mhm. Ja, das ist schon unsere erste gute Tat heute. Genau. Also dieses Jahr die erste gute Tat. Also das sind die Moselweine, die ich aus meiner Jugend kenne. Mhm. Als du die geklaut hast. Aus dem
elterlichen Weinkeller. Aus dem elterlichen Weinkeller, ja. Mhm. Man kann nicht immer nur trocken trinken. Nö. Manchmal braucht man das. Ja. Mhm. Und ihr müsst euch immer überlegen, vom Alkohol haben wir hier ein bisschen mehr als jetzt beim Bockbier. Ja, aber es ist viel besser. Ja. Ja, und ist nicht geil, also das ist so ein Wein zum Dessert, finde ich. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, manche Käsesorten oder scharfes Essen, wollte ich gerade sagen. Ja. Richtig scharf. Aber nicht scharf, sondern scharf. Also punktemäßig fangen wir mal mit dem an. Mit dem hier? Müssen wir ja, den haben wir im Glas. Über 40. Ja. Machen wir weiter mit dem Vorschlag. Aber ist schon der beste von den vier, finde ich. 6. 5 oder 6 hätte ich auch gesagt. Ja. Wenn du meinst 6, ist es okay. 46? 46. Das Problem ist jetzt wahrscheinlich. Ja. Egal, müssen wir durch. Ist die Spätlese? Ist die Spätlese, ja. Auch sehr schön. Vierundvierzig. Ja, schön. Strammere Säure. Mhm. Schöner Wein. Alfred Merkelbach. Das ist so krass. Ein schönes Etikett. Ja. So gemalt. Ja, ich finde es ja schade, dass alle auf die modernen Etiketten umsteigen. Ja, hier eine Nahaufnahme. Ja, das ist schon schön, finde ich. Hier sieht man so die Mosel mit der Lage und so. Das Weingut an der linken Seite hat was. Eigentlich könnten die das ja als Zaubertrunk verkaufen. Überleg mal. Riesling? Mhm. Also wer mit 84 noch eine Steillage hochkraxeln kann, so oft. Das muss ja irgendeine Ursache haben. Kann nicht nur Genetik sein. Kann auch Riesling sein. Das ist Riesling, ja. Das muss Riesling sein. Und ich kann es mir bei dem Riesling gut vorstellen. Vielleicht wäre es besser, als Altersvorsorge in Riesling zu investieren. Hm. Dahinter dich schau. Das ist schon mal ein guter Anfang. Kabi. Würziger Würzgarten, fruchtsüß. Also ich finde, die haben es jetzt halt einfach verdammt schwer. Ja, aber ich finde ja die... Das richtige Können von den beiden, das ist ab Spätlese. Mhm. Ne? Ich finde jetzt die Kappis ein bisschen dumpf. Ja, die sind nicht ganz, also zumindest die beiden, die wir haben, die sind nicht ganz in dem Bereich. Mhm. Ja. Auch gut. Das heißt ja gut. Der kommt so hinten nach, noch also ui. Kick. Schöne Säure, schöne Süße. Auch schön.
Punkte. Aber ich habe so den Eindruck, dass die im Fuder ausgebaut sind. Also der hier. Fuderfässer, ja. Prüfungsfrage. Wie viel Liter hat ein Fuderfass? Nicht aufgepasst. Nee, echt nicht. Ich würde sagen, so doppelt so viel wie ein Stückfass. 1000 hat es. 1000? So viel ich weiß, 1000. Ihr könnt uns gerne belehren, aber ich glaube, 1000 sind es. Mhm. Mhm. Kommen wir noch zum Trockenen. Der hat es jetzt schwer. Der ist verdammt schwer. Weil ich merke gerade, kleiner Tipp, die brauchen Luft und nicht zu kalt trinken. Ja? Ich finde ja, die meisten Leute trinken Weißwein viel zu kalt. Mhm. Ja. Der kommt jetzt mehr. Der hat jetzt ein bisschen Luft gehabt. Der kommt echt mehr. Puh, da ist richtig Exotik drin jetzt. Ne? Ja. Er ist auch ein bisschen älter. Er ist ein 14er gewesen. Ja, ja. Der braucht vielleicht auch die Luft. Das sind schon so exotische Früchte. Ananas. Das war eine richtig reife Ananas. Wenn ihr eine Ananas... Ja, Ananas. Finde ich schon, war er voll. Ja, voll Kanne. Aber ist noch mehr. Mango? Ja, ich komme nicht drauf. Das sind auf jeden Fall exotische Früchte. Passions. Möglich, möglich, möglich. Ja, aber ich finde, ihn doch ein bisschen schwächer. 40? Ja, wir können festhalten, glaube ich. Außergewöhnliche Weine. Vor allem im Spätlesen- und Auslesen-Bereich. Also wir empfehlen auf jeden Fall die restsüßen Weine. Eigentlich das Typische von der Mosel. Mhm. Ja, also die trockenen sind ja eigentlich nicht ursprünglich Mose, so viel ich weiß. Ja, das ist ja mehr eine Kundennachfrage gewesen. Ein Zugeständnis. Ein Zugeständnis. Das richtige Mosel ist mit Fruchtsüße, spontan vergoren und irgendwann stoppt der Wein dann und hat, was weiß ich, 8-9% Alkohol und eine schöne Restsüße. Ah, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Trotzdem, bei mir sind es heute die Fruchtsüßen. Bei mir auch, total. In diesem Sinne, schaut's mal zum Weingut Merkelbach. Ja. Und lasst uns was übrig. Wir müssen einfach noch mal ein bisschen mehr Mosel machen, oder? Ja. Gefallen mir gut. Wirklich gut. Tipp. Vielen Dank, Hendrik, für den Tipp. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Na, ich hoffe, wir machen mal was zusammen, oder? Ja, gerne. Na? Schauen wir mal. Bis dann. Servus. Servus.